many member states we have lost profile, like for example in Germany. Kein Mensch in Deutschland spricht darüber, das war mal in der Presse. Les seigneurs sont divisés dans deux groupes. Andere Menschen sehr pessimistisch waren bei der. Since 1995, the European Seniors Union is a meeting place for men and women who believe in Europe, who went the road towards the European Union with confidence. The story of Europe is not only written by heads of states and governments and leading persons in politics, but also by citizens taking responsibility together. I was born in Estonia in 1952. I was the last of five children in our family. Soviet forces marched in and occupied Estonia in 1940. Next year, my grandfather was forcibly inducted into the Soviet army. My uncle was sentenced to Siberia in 1941. Because of all these factors, my mother and father thought it best to leave their home and move as far as possible, where no one knows them. This is how I came to be born, in a small community close to the Latvian border. Naturally, such difficult times had consequences that have affected me my entire life. Die Botschaft ist, dass Geschichte nicht stehen bleibt. Wir sehen heute in der östlichen und der südlichen Nachbarschaft, wie gefährlich die Situation für die Menschen ist, die dort wohnen, aber auch für uns mit all den Auswirkungen. Und dass wir deswegen als Europäer erkennen müssen, dass wir sehr viel mehr zusammenarbeiten müssen, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik betreiben müssen, weil der einzelne Nationalstaat nicht mehr dazu in der Lage ist, die Interessen seiner Bürger zu gewährleisten, sondern wir nur gemeinsam die notwendige Stärke haben. It was absolut fair. Nothing of any significance, especially politics, was ever spoken of in front of the children. It was safer for all. Die Senioren sind ein Querschnitt der Gesellschaft, aber auch ein Querschnitt, der einmal natürlich aus historischer Erfahrung weiß oder wissen müsste, dass welche Konsequenzen es hat, wenn man nicht friedlich und freiheitlich in Europa zusammenarbeitet. Auf der anderen Seite haben Senioren natürlich auch Ängste in besonderer Weise, die mit ihrer zukünftigen Sicherheit, mit der Rente zu tun haben, die mit dem Gefühl zu tun haben, dass Überfremdung ihre Kultur scheitert. Diese Sorgen sind da und deswegen muss man Sorge dafür tragen, dass sie bereit sind, zu gewinnen, eine notwendige Reformprozesse zu machen, enge Kooperation zu machen, um hier eine echte Antwort zu finden und nicht denjenigen, die die Probleme nur darstellen, oder das Gegenteil von Lösungen anzubieten, als eine Möglichkeit zu sehen, der man folgen kann. Noch einmal zurück zur politischen Partizipation von Senioren. Es gibt keinen Generationenkonflikt in unserer Gesellschaft. Das ist eine publizistische Lüge. Aber es gibt Herausforderungen, die natürlich, wenn sie nicht bewältigt werden, diesen Konflikt tatsächlich herbeiführen könnten. Aber da ist ja noch überhaupt keine Gefahr. Sowie die Tatsache, wie können die sozialen Systeme der Rentenpensionssicherung, ebenso der Gesundheitsversorgung der älteren Menschen, insbesondere durch die hohen Aufwendungen für Pflege, wie können diese immer steigenden Budgetnotwendigkeiten gesichert werden, ohne zu Lasten der jungen Generation A, den Jungen dieses System nicht mehr garantieren zu können und B, das System leider in eine negative Richtung entwickeln lassen. Das heißt, wir müssen die soziale Sicherheit garantieren können und dazu bedarf es vor allem Reformen. Diese beschriebene Ausgangslage macht es so notwendig, dass es eine übernationale Interessenvertretung der Senioren gibt,
Das ist die Europäische Seniorenunion an führender Stelle in Europa, weit über die EU hinaus. Es ist sehr wichtig, dass wir aus dieser innerhalb der Europäischen Volkspartei beheimateten Europäischen Seniorenunion als nächsten Schritt eine überparteiliche, eine alle politische Gruppen erfassende, sozialpartnerschaftliche Mitbestimmungsebene kreieren. In 1991, Estonia regained her independence by way of singing and the crumbling Soviet economy. The Soviet Estonian society began to change overnight. We needed to return our nation to our previous Western values. Die Europäische Seniorenunion hat folgende Aufgabenstellung. Wir sind Wächter gegenüber den Belangen derer, die das Arbeitsleben beendet haben, früher sagte man, in den wohlverdienten Ruhestand gegangen sind. Heute wissen wir ganz genau, dass es das auch nicht gibt, aber die aus der unmittelbaren Arbeit ihre Einkünfte beziehen in Form von Rente. In anderen Ländern nennt man das gleiche Pension. Und darüber zu wachen, dass man von dieser Pension auch leben kann, ist eine der wichtigsten Wächterfunktionen der Europäischen Seniorenunion. Das Zweite ist, wir wollen Europa ein politisches Ziel geben. Wir stammen noch aus einer Zeit, wo wir alle erlebt haben, Kampf aller gegen aller in Europa führt zum Untergang unseres Abendlandes, führt zur Vernichtung unseres Europas. Dem etwas entgegenzusetzen, aus der Kraftquelle zu schöpfen, die wir im Krieg uns alle zulegen mussten, das ist die zweite Aufgabe. That is my grandfather. He had a small sweet factory, but it went bankruptcy and he became a sailor. He had a very nice voice. He liked to sing with his guitar. With a pipe in his mouth. He was some 41 years old when he died. I think so. We don't know where he is buried or where he is. In Luxemburg beispielsweise können Sie mit 18 Jahren schon Mitglied der Seniorenunion werden. Aber wir versuchen, die Gesellschaft in Gänze zu sehen, zu bewerten und auch die politischen Aktionen abzustimmen. Was wir tun, muss auch Zustimmung finden bei der jungen Generation. Das ist unser Gebot. Und das ist auch die Arbeit meiner Nachfolgerin, auf die ich sehr stolz bin, Frau Professor Ann Hermanns. And the next photo is four generations. Here I am 21 years old. On my right is my mother. On my left is my grandmother with my brother's daughter. And my daughter is on my mother's laps. So four generations. Zuerst einmal gibt es eine unglaubliche Zahl an gemeinsamen Interessen. Das muss man an die Spitze stellen. Wir haben zuletzt wieder in Österreich, an meinem Beispiel, verglichen die politischen Programme der ÖVP, Volkspartei Senioren, das sind wir, und der ÖVP Jugend. Und wir haben eine über 70-prozentige Deckungsgleichheit gesehen. Dabei sind Beispiele, die für viele utopisch sind, wie zum Beispiel verlangen die Senioren eine Änderung der Lebenseinkommenverteilung durch Absenken der Senioreneinkommen und Anheben der Jugendeinkommen. Menschen, die nach der Berufsausbildung in den Beruf gehen, sollen deutlich mehr Geld bezahlt bekommen, als sie es heute bekommen. Und Senioren sollen deutlich weniger bezahlt bekommen. Sie haben den Aufbau hinter sich, aber die Lebenseinkommenssumme muss gleich sein. That goes to the pensions. And if it is too
Wer verlangt das? Nicht die Jugend gegen die Alten, sondern die Alten. A, weil wir die Verantwortung für die Jugend tragen, aber B auch, weil wir ganz, ganz vordergründig wissen, wenn das nicht geschieht, dann kommt unser System unter gewaltigen Druck und kann unter Umständen für uns auch nicht gehalten werden. Die Senioren beschäftigen sich massiv damit. Sie sind auch, wenn diese Schritte nicht erfolgreich sind, sehr gefährdet, dass Populisten, wie es hier in Europa zu großer Zahl links und rechts vom Spektrum gibt, auch bei Senioren Erfolg haben können. Sõida tasa üle silla. Ja ma tänan teid väga tähelepanu eest. Thank you for your kind attention. Let us openly choose a Europe that is people-centered and that encounters each person, regardless of gender or age, ethnicity or religion, with dignity and a warm heart. A Europe where there is room for the unique story of each person and where our history gives us strength and openness for new challenges for an ever-changing world. That is our Europe. That is the Europe we want to live in. Let us make it happen.